an, Büttenrede des Kaisers. Hoppala. Haben Sie ein Glaslung gehabt? Ja. Besser wie die Gattin, nicht? Ja. Also, seit es in Ems den Fußball gibt, ist Fußballschauen sehr beliebt. Obwohl so mancher gar nicht weiß, warum ein Fußball Fußball heißt. Darum hat für euch, ihr meine Lieben, ein gewisser Tiefenbach ein Buch geschrieben. Da habe ich vor, das vorzulesen, der Ball, das unbekannte Wesen. Der Lederball, das weiß nicht jeder, hat innen Luft und außen. Das Leder außen ist vonnöten, sonst ging die Luft von innen. Doch andererseits wäre ohne Fülle das Leder eine leere. Wunderbar. Wiefzack, der ist ein intelligentes Volk. Der Ampfiff kommt immerhin exakt zum Spielbeginn. Der Abpfiff findet später statt, wenn das Vorspiel mal ein Nachspiel hat. Das Dress, so nennt man die Bekleidung, dient A zur Gegnerunterscheidung und B kann man mit solchen Sachen auch werbewirksam Werbung machen. Das heißt, der das bemalt, das ganze Dress am Schluss bezahlt. Oh, Jesus Gott, ein schlechtes Omen, ja. Insbesondere gute Spiele, die sponsert man besonders gern, bezüglich Unfall und Verderbung grenzt sowas schon an Bandenwerbung. Das Spielfeld hat seit alten Zeiten zwei kurze und zwei lange Seiten, ist also praktisch mathematisch seitlich länger als... Ja, super. Da, wo die kurzen und die großen seitlich aneinander stoßen, entsteht durch den Zusammenschluss am Ende einer jeder Strecke eine Spitze. Und die nennt man Ecke. Damit der Spieler das behält, ist eine Fahne aufgestellt. Da ist dann vis-à-vis von dieser, das heißt am Ende dieser Wiese, mal als Balken, mal aus Rohr, das sogenannte Fußball. Ja, super. Aber jetzt, das Abseits. Naja, sie sind alle mittendrin heute, nicht Abseits, ne? Was mancher niemals nie begreift, warum, wieso man Abseits pfeift. Darum will ich jetzt einmal probieren, das einmal zu explizieren. Abseits ist zum Beispiel so, von drüben. Nein, von drüben kommt ein Libero. Der trischt nach vorne einen Pass. Der Torwart denkt, da tut sich was. Kommt langsam aus dem Tor nach draußen. Links außen lauert ein rechts außen. Der fängt es an zu überlegen, eilt dem Ball ein Stück entgegen, steht plötzlich ganz allein vorm Tor, er nimmt das ledervolle Rohr, da greift der Schiedsrichter zur Pfeife, ja, das ist das, das ich nie begreife. Ich nehme an, dass ihr jetzt wisst, wie Fußball geht und was das ist. Da wäre somit jetzt alles klar. In diesem Sinne, hopp, ems, hip, hip, hurra.